Ei, gute wie ihr lieben Satisfactory-Pioniere. So, da sind wir wieder. Ich habe auch noch eine weitere Mercer-Sphäre entdeckt und eingesammelt. Ich war nämlich nochmal bei der Absturzstelle, wo wir die Festplatte geholt haben, um da ein Bildchen für Thumbnail zu machen. Und gar nicht weit davon entfernt stand dann eben noch eine schöne Mercer-Sphäre. Die habe ich noch mitgenommen. So, ja, guck mal, wie viele Eisenplatten, ist ja mega. So, wir füllen hier hinten nochmal auf, denn hier, dort scheitert, ja, definitiv, war klar, an intelligenter Beschichtung. So, machen wir hier nochmal eins, zwei weitere dazu, kommen alles an Schrauben rein, was wir haben. Dann kriegen wir, denke ich mal, in dieser Folge noch Weltraumlift Phase 1 abgeschlossen. So, dann gehen wir mal noch hier hin. Wir holen uns das da mal noch. Wir holen uns hier Mycelium. Wir nehmen uns das noch. Und wir könnten uns auch mal die gelbe Elektroschnecke noch einstecken. Vielleicht können wir mit der auch noch eine Forschung betreiben. Schauen wir mal. Und ja, dann geht's ans Forschen mal hier an die Mam ran. So, einmal gucken wir hier kurz durch. Hier haben wir ja noch nichts. Wir haben noch keine Alien oder noch keine Stecher. Das sind Spinnen. Und ja, hier Krabbenbrütler, das waren die Fliegen, die uns vorhin in der letzten Folge angegriffen haben. Da, wo die spawnen, das müssen wir kaputt machen. Da gibt es dann diese Überreste. So, guck mal hier, Strukturanalyse und da unten kommt dann die Amir-Pistole. Also das wäre auf jeden Fall gut. Das machen wir zur To-Do-Liste mal. Kann ich das hier eigentlich auch schon? Das kann ich auch zur To-Do-Liste. Brauchen wir halt 500 Schrauben. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Wir haben ja gerade erst geplündert. Und vor allen Dingen 25 Rotor. Also das könnte generell noch einen Moment dauern. So, aber hier, wir haben eine Mercer-Sphäre gefunden. So. Analyse der Mercer-Sphäre fertiggestellt. Lokale planetare Signatur von dem Planeten. Tralala. Ist ein bisschen schnell. Können aber ja hier nochmal gucken. So, Mercer-Sphäre. Lokale planetare Signatur von Message 2ABB in den lokalen Mercer-Sphäre-Signalen eingerichtet, was deren Verfolgung mit dem Objektscanner gestattet. Also wir können mit dem Objekt, mit dem Handscanner jetzt nach Mercer-Sphären auch suchen. So, Mercer-Sphären können auch Daten zwischen bestimmten Fragezeichen bezeuge unsere Schrift, bezeuge unser Fenster, du bist hergekommen, unser Heiliger. Okay, was? Was die Existenz von intelligenten außerirdischen Leben nachweist. Fixit hat zwar die Methode ausgearbeitet, aber die ursprünglichen Daten sind immer noch nicht übersetzt. Okay. Okay. Noch nicht alles übersetzt. Und was kommt hier? Dimensionales Depot. Und da brauchen wir aber hier Sem-Flukturator, 11 Stück. Und ja, das werden wir dann wahrscheinlich, wenn wir hier Sem-Erz haben, das ist dann bestimmt, ja, hier dabei. Das wird dann hier rüber und werden wir auf der Seite vermutlich auch brauchen. Also wir müssten mal Sem-Erz dann noch finden. So, machen wir vorher hier schon mal Summer Loop. Und ja, das geht ja eh so schnell. Ah, hier brauchen wir nur davon. Okay. Dann
Ups, nicht Fotomodus hier rein. Hier nochmal. Hier fände ich es schön, wenn es andersrum wäre und die neueste Nachricht immer ganz oben. Dann muss man nicht so weit runter scrollen. Summer Loop Analyse abgeschlossen. Summer Loops stellen eine Zwischenform von Batterien und Leitungen dar. Sie sammeln unter völliger Missachtung der Regeln des Raumzeitkontinuums Energie aus Raumtaschen und verteilen sie in ihren angeschlossenen Ökosystem. Diese Energie. Und ja, da ist dann wohl wieder nicht alles übersetzt worden. Lass die Bildnisse ernten, bis die Wellen an unsere Gestande gelangen. Verzehre. Okay. Ähnlichkeit mit der angenommenen dunklen Energie möglicherweise ein und dieselbe ist. Sie kann. Wir können jetzt auch danach mit unserem Handscanner suchen. Das ist natürlich auch schon mal gut. So, mehr geht hier erstmal nicht, weil wir noch kein Sam haben. Hier können wir aber den Turbodraht. So, und beim Turbodraht hier, es wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eine Kabelrutsche, dann könnten wir an Stromkabeln uns, ja, einfach dranhängen und müssen nicht laufen. Allerdings ist es da von Vorteil, wenn man große Strommasten hat oder die Kabel zumindest irgendwo an der Decke langführt. Denn sonst wäre jetzt momentan, wie wir unsere Kabel hier verlegt haben, immer wieder der Strommast im Weg. Deswegen brauchen wir das noch nicht zwingend. Das hier, der Betäubungsstachel, der wäre für die Armierpistole. Die haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Also warum da schon nach einer Munition gucken? Und mich persönlich überzeugt der Betäubungsstachel auch noch nicht so wirklich. Im Multiplayer könnte er vielleicht sinnvoll sein, dass einer betäubt und der andere geht dann hin und haut drauf. Aber alleine im Singleplayer sehe ich da jetzt nicht den krassen Nutzen, außer vielleicht, dass man dadurch schafft, ja, während das Tier betäubt ist, schnell abzuhauen, dass man eben Land gewinnt. Ja, aber ansonsten. So, hier brauchen wir auf jeden Fall 100 Turbodraht. Da gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Hier wäre schön. Da brauchen wir das Ganze. So, haben wir hier noch was? Speckpilze haben wir noch nicht. Hier unten brauchen wir Stahl. Das haben wir auch noch nicht. Was brauchen wir für dich? Auch nochmal Rotoren. Okay, das muss noch ein bisschen warten. Und hier, 10 modulare Rahmen, dann können wir das Exoskelett. Damit können wir auf jeden Fall schneller laufen, höher springen. Das wäre also auch nochmal super, wenn wir da dran kommen. So, und hier ging es ja dann entweder da oder hier weiter. Naja, aber das ist egal. Bei Schwefel kommen wir noch nicht weiter. Da fehlen noch Sachen. So, dann gucken wir mal. DNA-Kapseln. Die können wir hier doch herstellen. Das ist doch überhaupt kein Problem. So, ich mache erstmal nur die, die wir brauchen. Turbodraht können wir herstellen. Machen wir auch. So, dann bräuchten wir modulare Rahmen. Die können wir auch gerade herstellen. Und hoffen, dass Schraube dann vielleicht schon mal wiederhergestellt ist. Und warte mal bei dem Thema Schraube. Wir haben Weltraumlift Phase 1 alle Teile, die wir benötigen. Sogar schon mehr. Ich trenne mal hier ab, dass sich jetzt hier Rotoren drin sammeln können. Die Rotoren, die da jetzt kommen, die wollen wir erstmal für uns nutzen. Also nicht viel, aber ein paar können noch hergestellt werden. Wir sehen ja hier, intelligente Beschichtung ist sogar schon mehr hergestellt, als wir brauchen.
Dann nehme ich mir hier die Rotoren gerade auch noch raus. Ganz frech. Dann haben wir da schon mal ein paar. Weltraumliftphase machen wir dann auch gleich noch. Vorher wäre es irgendwie ganz cool. Ah, reicht noch nicht ganz. Schade, schade. Da fehlt noch ein bisschen was. Und wir brauchen Biomasse. Da. Biomasse haben wir hier so gar nichts. Und hier ist... Ah, nee, hier ein bisschen Holz können wir uns nehmen. Dann stellen wir uns die Biomasse aus Holz her. Knüppeln wir die gerade auch selber. Und dann gucken wir mal, wenn wir die Biomasse und die modularen Rahmen haben, was wir dann an Schrauben noch hinkriegen. So, Biomasse, wir brauchen 100. Das ist ja ratzfatz zusammen. Da, reicht schon. Mehr als wir brauchen. Modulare Rahmen. Die werden immer zweierweise hergestellt, also ist auch, ja, relativ fix. Da haben wir schon 6. 8. Und die 10. Jetzt fehlen uns aber verstärkte Eisenplatten. Naja, da haben wir da oben vielleicht noch ein paar drin. Das wäre doch zumindest... Ja, wäre das doch super. Das restliche Holz... Ah, aber wobei, ich lasse es mal einstecken. Es könnte sein, dass wir vielleicht ja nochmal Biomasse brauchen. So, hier noch ein paar Schrauben. Ja, die Schrauben, die jetzt noch fehlen, die könnten wir dann ja auch noch eben schnell an der Werkbank klöppeln. Dann gucken wir nochmal wegen Rotoren. Ja, reicht doch schon. Das ist doch super. Also nur noch gerade ein paar Schräubchen. Da. Gut, haben wir. So, Forschung. Hier war ja nichts mehr, ne? Ja, doch, den würde ich gerne machen, aber wir haben noch keinen Stahl. Hier, den wollten wir machen, genau. Forschung starten. Zack, haben wir den. Und dann würde ich gerne den als nächstes machen, dass wir die Amir-Pistole haben. Oh, wir haben eine weitere Waffe. Ist das gut? Ist das gut? So, Alien geht's nicht weiter. So, hier haben wir gesagt, hier könnten wir hier weitergehen. Turbodraht hergestellt. So, und hier, einerseits gibt's hier einen Strommast MK2. Der wäre nicht schlecht, da haben wir mehr Anschlüsse. Bei dem MK1 Strommast können wir ja nur 4 Kabel anschließen. Und hier haben wir, ich meine, 7 wären es, wenn ich mich richtig erinnere. Also das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Und hier KI-Begrenzer, da hinzugehen, wäre auch nicht schlecht. Weil wir dann, wenn wir dann noch ein paar KI-Begrenzer haben, hier sogar zum intelligenten Splitter kommen könnten. Ich nehme es auch schon mal in die To-Do-Liste auf, auch wenn wir da erstmal ein bisschen Teile dann sammeln müssen. Aber die intelligenten Splitter wären, wenn wir mit dem Lagersystem, mit einem schönen Lagersystem anfangen, dann wirklich mega. So, vorher wollten wir hier noch ein bisschen forschen. Zack. So, und hier gibt es einen Fallschirm, den würde ich mir dann auch gerne machen. Das kann man auf jeden Fall immer mal gebrauchen. Boah, 100 Rotoren für einen weiteren. Weil Handausrüstungsplätze wären echt auch mega. Aber 100 Rotoren und... Ah, für die Gasmaske brauchen wir schon Stahl. Da sind wir leider noch einen Moment von entfernt. Naja, komm, ich nehme es schon mal in die To-Do-Liste auf, aber es wird noch einen Moment dauern, bis wir es freischalten. So, hatte ich jetzt noch irgendwas? Das hier sind auch nochmal 25 Rotoren. Wir nehmen es mal mit auf.
Und hier, ja, das Exoskelett. Mega, das haben wir. Und hier gäbe es noch mal weitere Inventarplätze. Aber ich habe nur 10 Quarz. Und ja, hier haben wir 5 Sand. Wir brauchen 200 Sand. Das wird leider auch noch einen Moment warten müssen. Schade, schade, schade. So. Wir haben hier noch was drin. Nee. Nee, nee, nee. Wir können aus dem Quarz halt schon mal Sand machen, aber ja. Das sind gerade mal 10% von dem, was wir brauchen. Das dauert also noch. So, 500 Turbodraht müssen wir herstellen. Ja, das kriegen wir auch noch nicht ganz am Stück hin. Gewebe kriegen wir gerade auch nur 4. Da müssen wir mal gucken, woran das scheitert. Das wird wahrscheinlich an Biomasse scheitern. Deswegen gut, dass ich das Holz einstecken gelassen habe. Da, 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 da. Na, ist sie wieder die schöne Werkbank-Klöppelei. Da muss ich auch mal noch gucken. Kupferblech. Das haben wir auch noch nicht automatisiert. Das geht relativ schnell. Das wird direkt aus Kupferbarren gemacht. Aber ja, Kupferbarren haben wir natürlich jetzt gerade auch keine mehr in der Nähe. Da, 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 da. Aber ja. Wir haben auf jeden Fall ja jede Menge Eisenplatten jetzt schon da gehabt. Ich bin auch gerade am Überlegen, bevor das voll läuft, ob ich sicherheitshalber nicht sogar noch einen Container draufsetze. Denn Eisenplatten und Beton brauchen wir ja jede Menge, wenn ich mit Lager anfange. Oder wir schalten vorher das Betonfundament frei. Da brauchen wir nur Beton, da bräuchten wir keine Eisenplatten. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Was kostet das? Fundamente? Nee, Customizer, da ist das dabei. 3. Wir haben nur erst einen. Da fehlt was, da fehlt noch ein bisschen was. Habt ihr was, was viel gibt? Nur, das werden wir nicht schreddern. Das ist schon mal hier für unsere Pistole Munition. Das ist gar nicht so verkehrt. Und Draht. Ja. Aber komm, Draht haben wir ja schon einiges da. Wir nehmen mal alles, was wir hier jetzt nehmen können. Und stecken das komplett da rein. Und damit ich dann trotzdem wieder ein bisschen Draht einstecken habe, nehme ich mir nochmal einen. So. Ja, und hier, das war auf jeden Fall ein bisschen mehr Lagermöglichkeit haben. Setze ich da noch eins drauf. Dann kann er 2 Container voll machen. Das wäre nicht verkehrt. Oh, ich brauche Gabel. Gabel ist kein Problem. Die nehmen wir hier. So. Wir können, warte mal, wir bringen nochmal Schrauben zur Rotorproduktion. Dann müssen wir auf jeden Fall schon wieder Richtung Katerium laufen. Vorher können wir den Spucker hier uns mal noch holen. Hallo, mein Freund. Wo rennst du denn hin? So, haben wir noch mal ein paar Überreste. Denn da können wir uns ja auch gerade noch Alien-DNA-Kapseln draus machen. Dann kriegen wir die Kupaus hin. Für das Betonfundament. Das erspart uns dann auch schon wieder einiges, weil wie gesagt, das Fundament wird rein nur aus Beton hergestellt, während das Standardfundament ja Beton und Eisenplatten sind.
So, und hier genau, das ist mit Biomasse. Also stellen wir mal noch Biomasse her. Was wir nicht brauchen, können wir ja später in den Biomasse-Container stecken. Also, es ist ja nicht umsonst hergestellt. Wir werden alles los. Ja, jetzt kriegen wir auf jeden Fall genügend Gewebe auch zusammen. Und ich weiß, Gewebe brauchen wir für andere Forschungen auch nochmal. Deswegen würde ich sagen, wir machen tatsächlich alles an Gewebe, was jetzt geht. Und was an Gewebe übrig bleibt, kommt dann erstmal hier in die Kiste. Und wenn wir zum Katerium laufen, lassen wir die Festplatte durchrattern. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht. Ach, ich hätte ja jetzt noch mal schnell im Container gucken können, wie viele Rotoren wir denn schon haben. Und wir können hier die zwei blauen Schnecken schon mal in Energiefragmente umwandeln. Das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und dann ja, gucken. Wir brauchen nur ein bisschen Kupfer. Für die Kupferbleche, da gucken wir uns die Rezeptur mal an, wie viele Barren wir da brauchen. Dann kann das losgehen. Wir könnten auch Biomasse aus Mycelium selber herstellen. Mycelium ist aber was, das ist irgendwann, also das ist endlich. Das ist irgendwann mal weg. Während, naja gut, Biomasse, irgendwann kann man keine mehr herstellen. Ja, so oder so. Irgendwann stehen auch keine Bäume mehr auf dem Planeten. Keine Pflanzen mehr für Blätter. Aber ja, Mycelium kann man da schon erstmal noch für andere Sachen brauchen. Deswegen würde ich persönlich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Gucke mal, können wir hier jetzt schon irgendwas machen? Das können wir auf jeden Fall schon. Dann haben wir den MK2-Strommast schon. Sehr fein. Und da kommt dann sogar noch ein MK3-Strommast. Aber ja, Highspeed-Anschlüsse und Stahlrohr, das sind alles Sachen, die haben wir noch nicht. Das dauert noch. Highspeed-Anschlüsse müssen wir hier zum Beispiel erst freischalten und da brauchen wir Plastik für. Haben wir auch noch nicht. So, aber einen Fallschirm, den hätten wir. Den können wir schon mal machen. So, und ja, hier brauchen wir 100. Das geht noch nicht. Da brauchen wir Stahl, das geht auch noch nicht. Hier, das ist synthetisches Polyestergewebe, da können wir dann später Gewebe auch herstellen aus Plastiküberresten quasi. Also das ist dann hier dieses Polymerharz. Nebenprodukt steht ja da auch schön. Aus der Raffinerierung von Rohöl. Und ja, da können wir dann zum Beispiel auch Gewebe später draus machen, ein Kunstgewebe. So, da fehlt auch noch Zeugs. Ja, da kommen wir gar nicht hin. Da gucken wir gerade noch mal schnell. Das eine waren 25 Rotor, das andere 100. Kriegen wir denn die 25 schon zusammen? Nicht ganz. Und hier wird nicht gearbeitet, weil Schrauben schon wieder leer. Eieieiei. Ja, dann würde ich sagen, wir hauen die Festplatte mal hier rein. Festplatte scannen, das dauert 10 Minuten. Dann kann ich noch mal eben schnell ein paar Schrauben nachfüllen. Dann kann er wenigstens noch mal so ein paar Rotoren herstellen. Und dann war das heute mal so ein richtig schöner Forschungstag hier. So, komm. Hau ich direkt in die Anlage, dann müssen die gar nicht erst übers Förderband. So, und wir gucken mal noch. Wir wollen Kupferbleche herstellen. Wir brauchen 50 Stück. Und ein Kupferblech, zwei Kupferbarren. Also brauchen wir 100 Barren. Okay.
Das war, was ich wissen wollte. Oh. Die habe ich ja zugebaut. Hier kommen wir... Warte mal, hier muss ich nochmal ein Fundament weg. Sonst kommen wir hier gar nicht dran. Dann muss ich hier jetzt, ja, kloppen, bis ich 100 Kupfererz habe. Die kann ich dann wieder in der... an der Werkbank ummodeln und so weiter. Also ja, das wird einen kleinen Moment dauern. Ich würde sagen, ich mache das zwischen den Folgen und werde den Turbodraht auch schon mal herstellen. Das heißt, ich renne dann schnell zu Caterium rüber, nehme mir festen Biomasse-Treibstoff noch mit für den Generator dort. Und ich bin sogar am Überlegen, vielleicht dort sogar schon Turbodraht auch direkt herzustellen. Also ich werde auf jeden Fall hier die Kupferbarren werde ich zwischendrin machen. Den Turbodraht weiß ich noch nicht, denn da schalte ich vielleicht schon wieder die Aufnahme an, dass wir das zusammen machen. Das müssen wir mal gucken. Weltraumlifts, da wollten wir ja auch noch machen. Den machen wir jetzt in der Folge noch. Habe ich gesagt, machen wir in der Folge. Dann machen wir das auch. Weltraumlift Phase 1. Wir versiegeln die Dinge, die wir eingefügt haben. So. Und dann können wir das Ganze abschicken. Jetzt hat er nur leider das Fensterchen da wieder zugemacht. Weil zugeguckt hätte ich da ja. Naja, da müssen wir hier gucken. Da schickt das hoch. Einmal nach oben fort. Und ja, jetzt wird hier oben ausgebaut. Das ist auch neu in 1.0. Das war vorher in Early Access nicht. Hier wird jetzt einfach weiter ausgebaut. Und ja, das sieht schon auf jeden Fall nett aus, was er hier so bastelt. Und ja, Ada erzählt uns hier quasi schon so ein bisschen zur Story, die wir ja quasi haben. Dass wir eben hier Sachen machen, um die Menschheit zu retten und so weiter und so fort. So. Das könnt ihr euch natürlich, wie gesagt, wenn ihr das nachspielt, könnt ihr euch das hier alles auch nochmal in Ruhe dann durchlesen. Hier haben wir auf jeden Fall Montageprojekt Präsentation Phase 1. So, Gratulation, die Projektteile-Sendung für Phase 1 steht nun zur Auslieferung bereit. Bei der Lieferung gilt Phase 1 als abgeschlossen und die Verteile-Plattform wird gebaut. Nach Abschluss von Phase 1 stehen die Technologien der Stufe 3 und 4 in der Hub zur Verfügung. Einige der Höhepunkte umfassen automatisierte Energie, Stahlproduktion, persönlicher Transport und vieles mehr. Die Fertigstellung von Phase 2 des Montageprojekts ist dein nächstes großes Ziel. Da sehen wir hier oben schon die Teile, die wir dann da brauchen. Also intelligente Beschichtung brauchen wir dann schon wieder. Deswegen hat es sich gelohnt, dass da so zwar semi-automatisch, aber schon mal da sowas hinzustellen, dass wir die nicht alle an der Werkbank klöppeln. Denn jetzt brauchen wir 1000. So. Neue Projektteile müssen produziert und an den Weltraumlift geliefert werden, wie bisher auch. Du musst auch weiter konstruieren, automatisieren, erkunden und ausbeuten, um eine bessere fixe Zukunft zu gestalten. Phase 1 des Montageprojekts abgeschlossen. Dies ist nur der Anfang des Montageprojekts, der erste Schritt in Richtung Saving the Day. Du hast bisher eine angemessene Leistung erzielt. Erinnerung:
Fixit rettet nicht nur die Menschheit, sondern die ganze Erde, einschließlich der Kätzchen und Hündchen. Es besteht eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass du die weitere Existenz von Kätzchen und oder Hündchen schätzt. Fahre um ihretwillen mit der Arbeit fort, setzt die Arbeit für Fixit fort. Zeit mit der Arbeit an Phase 2 des Montagesystems, Montageprojekts zu beginnen. Also, das halt so dieser Storyteil, wir retten die Menschheit und da nicht nur die Menschen, sondern auch die Katzen und die Hunde. Wow! Ja, und dann muss hier oben das alles weitergebaut werden, Phase 2. Die ersten 10 intelligenten Beschichtungen haben wir ja sogar schon drin. Und ja, wir werden dran arbeiten, da weiterzukommen. Aber jetzt mache ich erstmal die Kupferbarren, werde die Kupferbleche da schon mal klöppeln, in Richtung Katerium laufen und dann denke ich, wir sehen uns bei Katerium dann wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.